Wir haben wohl so ziemlich alle von unseren großen Vorbildern wie Kreativecke und vielen weiteren gelernt, dass RGB in jedem guten Gaming-Setup essentiell ist und gleichzeitig für mehr FPS sorgt. Gleichermaßen gilt natürlich auch, je mehr RGB, desto mehr FPS. Und damit ihr euer Setup dahingehend noch weiter tunen könnt, gibt es von Tonor einen neuen Mikrofonarm, der, wie hätte es anders sein können, auch für ein paar mehr extra FPS an eurem Mikrofon sorgt. Was dieser Arm genau drauf hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Der Tonor T90 RGB Mikrofonarm ist zunächst ein recht unspektakulärer Mikrofonarm, der allein mit der üblichen Tischklemme daherkommt und natürlich, um später die Beleuchtung mit Strom zu versorgen, einem USB-Kabel. Montiert wird er, wie die meisten Halterungen dieser Art, über eine Tischklemme. Hier hat sich Tonor aus meiner Sicht für einen etwas eigentümlichen Weg entschieden. Statt der typischen einzelnen Halterung, stabil aus Metall, ist diese hier zweigeteilt. Einmal die eigentliche Klemme inklusive Kopfhörerhalterung in gewohnter Qualität und einmal das Kopfstück, in das später der Arm eingeführt wird. Das besteht nämlich leider nur aus Kunststoff. Wenn auch zweckerfüllend, leider etwas schade. Für die Montage wird dieser Aufsatz einfach an die Klemmhalterung gesteckt und die Kombi wie gewohnt am Tisch festgeschraubt. Der Arm wird dann einfach eingesteckt und ihr seid quasi fertig. Aber auch der Arm selbst ist etwas ungewöhnlich. Während solche Arme üblicherweise komplett aus Metall gefertigt sind und mit einer einfach gefederten Scherenmechanik daherkommen, gibt es hier auf den ersten Blick einen Plastikbomber. Das Gehäuse besteht nämlich komplett aus einfachem Kunststoff. Das ist aber auch das, was bei diesem Arm für das recht außergewöhnliche Design sorgt und diesen so zum ausgefallenen Accessoire auf eurem Schreibtisch machen soll. Das Gehäuse selbst kommt in schlichtem Grau mit ein paar Linien und Kanten als Designelemente. Abseits dessen kann man hier aber schon erahnen, wo sich später die RGB-Beleuchtung befinden wird. Schaut man mal unter das Gehäuse, sieht es qualitativ gleich deutlich besser aus. Der Arm im Inneren ist nämlich im Prinzip eine übliche Metallkonstruktion. Da man hier aber natürlich keine außenliegenden Federn unterbringen konnte, gibt es stattdessen einen innenliegenden Mechanismus, der ein wenig an den bekannten PSR-1 von Rode erinnert. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Während letzterer eine sehr starke Feder aufweist, die leichte Mikrofon-Setups kaum im Zaum halten können, hält Tonors RGB-Arm seine Position unabhängig vom angehängten Gewicht und das mit spürbarem Gegendruck in jede Richtung. So sind hier auch schwere Setups bis zu 2 Kilogramm absolut kein Problem. Für die Montage gibt es hier ein übliches 5/8 Zoll Gewinde, an das ihr alle gängigen Mikrofonhalterungen montieren könnt. Eine Feststellschraube gibt es nur an diesem Element. Der Rest setzt schlicht auf den beschriebenen Widerstand. Übrigens sehr angenehm, üblicherweise gibt es 2 grundlegende Größen von Mikrofonarmen. Die günstigeren, relativ kurzen, deren Größe oder Kleinheit man leider erst oft bei der Lieferung erkennt, und den üblichen Standard mit einer Gesamtlänge von rund 70 cm. Tonos T90 gehört glücklicherweise zu letzteren und lässt sich so auch problemlos an breiteren Tischen verwenden und bietet genügend Spielraum bei der Positionierung. Jetzt hat das Kunststoffgehäuse aber natürlich noch ein bisschen was zu bieten. Und zwar lassen sich die Oberseiten beider Armhälften abnehmen. Am unteren Element findet sich hier ein USB-C-Anschluss. Der ist natürlich für die Stromversorgung der Beleuchtung gedacht. Das funktioniert sowohl via USB-Netzteil, was ihr separat erwerben müsstet, als auch über eine beliebige USB-Buchse eures PCs. Außerdem fungieren diese Elemente auch als Kabelkanal. Das Schöne, hier ist auch genug Platz für dickere XLR-Kabel, sodass es hier bei der praktischen Nutzung quasi keine Einschränkungen gibt. Damit aber nun zum eigentlichen Highlight. Der Arm setzt natürlich voll auf RGB. Sobald ihn anschließt, gibt es entsprechend auch direkt bunte Action. Und zwar in der Mitte jedes Elements sowie dem Logo im Gelenk. Und das an beiden Seiten. Zum Bedienen gibt es hier etwas weniger offensichtlich noch eine Touchfläche. Die befindet sich in der linken Seite des Gelenks in Form des Tonor-Logos. Durch langes Drücken könnt ihr die Beleuchtung ein- und ausschalten und durch kurzes zwischen verschiedenen Beleuchtungseinstellungen wechseln. Damit noch ein paar Worte zur Praxis. Auch wenn die Außenseite aus Kunststoff erstmal nicht den hochwertigsten Eindruck macht, ist der Arm und dessen Mechanik im Inneren mehr als solide. Was mir hier aber vor allem gefällt, ist die Umsetzung des Widerstands. Wer den Rode-Mikrofonarm kennt, weiß, dass der nur mit Mikros mit einem gewissen Mindestgewicht klarkommt. Solche Probleme gibt es hier nicht. Selbst ohne Mikrofon behält der Arm genau die eingestellte Position bei. Gewichtstechnisch könnt ihr abseits dessen aber auch durchaus schwerere Kombis dran montieren, wie zum Beispiel ein Rode Procaster samt Spinne. Das ist alles absolut kein Problem. Wie erwähnt, könnt ihr über die Touchfläche die Beleuchtung zumindest rudimentär an die Optik eures Setups anpassen. Schalten wir da einfach mal gemeinsam durch. Die Standardeinstellung ist, wie ihr sehen könnt, einfach dieser durchlaufende Regenbogen. Die nächste Variante ist ebenfalls ein Farbwechsel, allerdings in atmendem Stil, sprich eine Farbe dunkelt kurz ab und wechselt dann zur nächsten rüber. Die nächste Einstellung ist ebenfalls ein Farbwechsel, dieses Mal aber ohne Abdunkeln dazwischen. Im Anschluss gibt es nochmal eine relativ ähnliche Einstellung zu dieser Ausgangseinstellung, wieder ein durchlaufender Regenbogen, gefolgt von diesen typischen, festen, soliden Farben, bei denen eben gar kein Effekt mehr vorherrscht.
Und das eben mit allen Standardfarben. Detaillierte Anpassungsmöglichkeiten sind hier leider nicht möglich. Das heißt, ihr müsst euch darauf verlassen, was hier eben im Arm bereits integriert ist. Kommen wir damit zum Fazit. Der T90 Mikrofonarm von Tonor richtet sich mit seiner Optik klar an alle Freunde der typischen RGB-Gaming-Optik. Mit seinen Anpassungsmöglichkeiten dürfte er sich in viele Setups gut einfügen. Große Individualisierungsmöglichkeiten gibt es hier allerdings nicht. Dafür überzeugt er in seiner Kerndisziplin, dem Halten von Mikros, absolut. Auch wenn das Gehäuse selbst ein wenig günstig wirkt. Dafür hält sich der Preis aber auch durchaus im Rahmen. Mit rund 70 Euro ist der Arm gerade für seine Größe alles in allem ein recht guter Deal. Was haltet ihr von diesem Mikrofonarm? Wäre hier eine RGB-Beleuchtung für euch relevant? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.